Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo immer Sie gerade sich befinden und von wo aus Sie sich zuschalten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Veranstaltung unserer Vorlesungsreihe Turbulente Psychen. Für alle, die letzte Woche schon dabei waren, werden Sie sich erinnern, dass wir leider die erste Veranstaltung aufgrund digitaler Turbulenzen nicht stattfinden lassen konnten. Das bitten wir nochmal ganz herzlich zu entschuldigen. Und umso mehr freue ich mich, Sie heute begrüßen zu können und auch vor allen Dingen unsere beiden Referentinnen, Kokezo Moeti und Tobias Matzner, die später noch dezidiert vorgestellt werden. Begrüßen möchte ich Sie auch im Namen aller unserer Kooperationspartnerinnen. Das ist einmal das Institut für Sozialforschung, namentlich sind hier zu nennen Almut Popinger und Stefan Lessenich. Das Institut für Humangeographie, vertreten durch Timo Dorsch und Susanne Heeg, und meine Medico-Kollegin Usche Merk und Julia Manek. Kurz im Namen aller, die diese Reihe über Monate hinweg entwickelt haben. Wir begrüßen und danken auch allen, die diese Veranstaltung durch ihre großartige und häufig unsichtbare Arbeit erst möglich gemacht haben. Andrea Schulz, Benjamin Cortes, Lucien Kirschbaum, Mirko Breul, Nela Eisenbichler und Ralf Zöllner. Mein Name ist Anne Jung und ich habe die große Freude, Sie als Leiterin der Öffentlichkeitsabteilung Ihnen einen kurzen Überblick zur Einführung in die Idee der Vorlesungsreihe zu geben. Die Reihe widmet sich unterschiedlichen Perspektiven globaler Affektpolitiken und psychosozialer Kämpfe in diesen pandemischen Zeiten. Einer Pandemie, aus der längst eine Polypandemie geworden ist. Eine globale und vielschichtige Krise, eine Pandemie des Hungers, der Armut, des Nationalismus und des Autoritarismus. Es ist also höchste Zeit, in transnationalen Zusammenhängen über Wege zur Rekonstruktion der Welt nachzudenken. Für Medico als Mitveranstalterin dieser Reihe ein Prozess, eine Reise, die wir mit dem großen Kongress Reconstruction of the World im Februar dieses Jahres begonnen haben. Die Dreisprachigkeit und ein Ort des kritischen Nachdenkens mit unseren Kooperationspartnerinnen, Kolleginnen, kritischen Theoretikerinnen, die uns begeistern durch neue radikale Perspektiven auf Subjektivität. Die Frage nach den Subjekten in der Pandemie ist fundamental für die Rekonstruktion der Welt. Die Veranstaltungsreihe wagt deshalb einen globalen Blick auf neue Subjektivierung. Sie fragt danach, was hat eigentlich diese Pandemie mit uns gemacht? Die Pandemie hat körperlich erfahrbar gemacht, dass es nur eine Welt gibt, in der wir alle leben. Deshalb muss unser Nachdenken und unsere Sprechposition auf dieses ganze Wir bezogen sein. Doch in einer Welt, deren Herrschaft auf der changierenden Produktion von Ungleichheiten fußt, bleibt das Wir immer fragmentarisch. Gleichzeitig geht es um die Differenzierung eben jenes Wir und dessen extrem unterschiedlichen Formen von Subjektivierung. Es gilt, den Mythos zu zerstören, es gäbe so ein Wir und es gleichzeitig im selben Moment sozusagen wieder zu rekonstruieren. Was macht ein empathisch, ein solidarisches Wir aus, wenn wir die Welt verändern wollen und dies die Sehnsucht ist, die uns eint? Wie werden wir und wer werden wir geworden sein? Der pandemische Bruch gibt dem Wunsch, die alte, auch vorher schon krankmachende und an sich selbst erkrankte Normalität hinter sich zu lassen, neuen Antrieb. Statt der Verwandlung alles Lebendigen in Dinge, in unsterbliches Eigentum, das mit Macht und Grausamkeit verteidigt wird, könnte eine Gegenstrategie das Streben nach Bindung sein. Veränderung kann entstehen, wenn sich Wünsche und Gefühle verändern
wenn sich andere Subjektivierungsformen und Kämpfe entwickeln, die Angst und Ohnmacht bannen, weil sie die Sehnsucht nach solidarischen Politiken, nach Beziehung, Gerechtigkeit und Vielfältigkeit jenseits kapitalistischer Ausbeutung von Natur und Körper wachrufen. Koketso Moeti aus Südafrika und Tobias Matzner aus Deutschland, die den Abend heute eröffnen werden, werden sich genau dieser Frage nähern, nämlich wie Solidarität auch im digitalen Raum erstritten werden kann, von dem klar ist, dass dessen Algorithmisierung in der Pandemie vor allem ressortgeladene Affektpolitiken beförderte und auch, dass die Körperlosigkeit der digitalen Sphäre Einsamkeit erzeugt. Ihr Thema: Gefühlsdynamiken in der digitalen Öffentlichkeit. Damit möchte ich auch schon an meine Kollegin Uschel Merk übergeben. Sie ist unsere Fachreferentin für Psychosoziales und wird uns als Moderatorin durch diesen Abend führen. Vielen Dank für diese Einführung. Recording in progress. Auch ich möchte euch allen, Ihnen allen einen guten Abend, einen guten Tag wünschen, wo immer Sie sind. Ich freue mich sehr, Sie alle hier zu sehen, und ganz besonders freue ich mich, unsere beiden Referentinnen Koketso Moeti und Thomas Matzner begrüßen zu können. Koketso, du bist uns heute aus den USA zugeschaltet und Tobias irgendwo, glaube ich, in Deutschland. Der digitale Raum ermöglicht jedenfalls transnationale, globale Allianzen, die gut für uns sind. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute bei uns zu sein. Ja, wenn es um turbulente Psychen in der Pandemie geht und darum, was diese mit uns, den Subjekten, macht, dann kann natürlich die Frage nach der Rolle der digitalen Infrastruktur von Kommunikation und Öffentlichkeit nicht außen vor bleiben. Ja, und gleichzeitig ist es ein riesiges Thema, das von ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Ich will jetzt im Folgenden noch ein bisschen skizzieren, bevor ich an die beiden übergebe, was uns bei der Vorbereitung der heutigen Sitzung beschäftigt hat, von welchem Kontext wir ausgehen und welche Fragen wir an Koketso und Tobias haben. Also zum einen geht es uns darum, die Bedeutung und den Einfluss der digitalen Macht zu erfassen. Was heißt das? Bekanntlich sind die Umsätze und Profite der Tech-Giganten wie Facebook, Google, Amazon etc. explodiert. Sie gehören zu den großen Gewinnern der Pandemie. Sie sind die einflussreichsten, wachstumsstärksten Unternehmen der Welt mit absoluter Marktmacht. Und was diese Unternehmen anbieten, sind keine neutralen Plattformen. Das Geschäftsmodell der Digitalindustrie basiert auf einem behavioristischen Menschenbild, also der Annahme, dass menschliche Subjekte eben nicht unberechenbar sind, das, wovon wir immer wieder ausgehen, wenn wir die Welt verändern wollen, sondern dass Subjekte komplett vermess- und erfassbar sind. Und mit Hilfe algorithmischer Steuerung sollen Affekte und daraus folgendes Verhalten berechenbar hervorgerufen werden. Die Grundlage dieser Verhaltensmodellierung, die das Geschäftsmodell benötigt, sind die Daten der Millionen Nutzerinnen, die sozusagen den Rohstoff für Big Data und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz liefern. Die Veränderungen, die mit der Herrschaft der Tech-Firmen und der digitalen Form des Kapitalismus einhergehen, sind nach der Ökonomin Shoshana Zuboff ganz grundlegend. Sie spricht von einem neuen Herrschaftssystem, das sie Überwachungskapitalismus nennt, und dessen Ziel die Kontrolle und Beherrschung des menschlichen Wesens benennt. Und dabei sind die Programmierung und der Einfluss von Algorithmen ein zentrales Instrument geworden, das sich in der Zunahme von Hass, Irrationalität und rechtsradikalem Einfluss ausdrückt, wie es zuletzt die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen offengelegt hat. Und auch der Zunahme einer globalen Einsamkeitskrise, von der die Ökonomin Norina Herz spricht. Um es kurz zu machen, wir hatten den Eindruck, dass eine kritische Theorie des Subjekts, eine psychosoziale Perspektive, sich heute auch mit der Struktur und Politik von Algorithmen beschäftigen muss.
Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass mit Tobias Matzner einen fachkundigen Referenten gewonnen zu haben, der uns dabei vielleicht weiterhelfen kann. Zum anderen geht es natürlich nicht nur um die Produktion von Ressentiment und Einsamkeit, sondern auch um den Widerstand gegen die digitale Macht und die mit ihr einhergehende digitale Ungleichheit. Der Digital Divide wurde in der Polypandemie noch weiter verschärft zwischen denen, die immerhin Zugang zu digitalen Räumen haben und denen, die noch weiter ausgeschlossen werden, weil sie weder ausreichend Datenvolumen noch stabilen Strom noch digitale Endgeräte oder Kenntnisse haben, um digitale Verbindungen und Kommunikationsräume aufbauen zu können. Gleichzeitig sind digitale Räume und Beziehungen mehr denn je zum Ausgangspunkt für Proteste und Widerstand geworden, ob lokal oder weltweit, nicht zuletzt sichtbar in der Black Lives Matter-Bewegung oder auch den vielen feministischen Bewegungen. Aus der Perspektive einer digitalen Aktivistin aus Südafrika und darüber hinaus wird Kokezo Moeto darüber sprechen, wie der digitale Raum angeeignet werden kann und welche Ansätze eines digitalen radikalen Aktivismus es überhaupt geben kann, der Allianzen zwischen den Ausgeschlossenen und denen ermöglicht, die immer schon Teil oder nie ausgeschlossen waren. Also darum soll es uns heute gehen. Deswegen gebe ich jetzt direkt an unseren ersten Redner Tobias Matzner weiter. Zu Tobias, du bist Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft am Institut für Medienwissenschaft an der Universität Paderborn. Deine Forschungsschwerpunkte liegen im Schnittstellenbereich der Theorien digitaler Medien und Technologien und Ansätze der politischen Philosophie, Kulturwissenschaft und Gesellschaftstheorie. Im Fokus stehen dabei bei dir die Verschränkung und das Zusammenwirken von künstlicher Intelligenz, Konzepten von Subjektivität, gesellschaftlichen und normativen Transformationsprozessen. Deine Arbeiten sind unter anderem vom Wirken Hannah Arendts und Michel Foucaults beeinflusst. Und aktuell arbeitest du an einem Buch zusammen zum Titel Hannah Arendt, Challenges of Plurality. Kokezo, dich werde ich anschließend vorstellen, wenn du dran bist. Also im Moment sage ich noch nicht so viel zu dir. Ich gebe jetzt das Wort an Tobias. Ja, ganz vielen Dank und auch ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und ich bin hier nicht nur, um jetzt als Experte was zu erzählen, sondern ich glaube, ich werde auch sehr viel lernen, weil wir tatsächlich hier einen Austausch haben, wie schon gesagt wurde, der sehr groß ist und viel breiter, als man das oft hat, wenn man solche Sachen diskutiert. Und das finde ich sehr wichtig und sehr, sehr lohnend. Genau, ich wurde gebeten, ein paar relativ grundlegende Dinge erstmal zu sagen über Affekte und digitale Medien und Algorithmen. Und wir werden das dann wahrscheinlich eher später in der Diskussion auch nochmal vertiefen, was das jetzt genau in der Pandemie und so weiter bedeutet. Aber wir haben gerade in der Pandemie gesehen, dass digitale Medien einfach unerlässliche Kommunikationsmittel für ganz viele Menschen geworden sind. Für unsere Freundinnen, für die Familie, für Kolleginnen, Vereine. All das wurde mehr oder weniger gut digitalisiert oder ins Digitale übertragen. Und gleichzeitig sind digitale Medien aber auch Medien, mit denen ein sehr großes Publikum erreicht werden kann. Und zwar nicht mehr nur für professionelle Medienschaffende, sondern prinzipiell eigentlich für alle. Und diese zwei Funktionen, also Kommunikation für das Privatleben, für die Interaktion mit Menschen, die uns nahestehen, und die Kommunikation mit einem großen Publikum, die hängen in digitalen Medien aber sehr eng zusammen. Erstens, weil es einen Unterschied macht, ob ich eine Nachricht zum Beispiel auf einer Nachrichtenseite sehe, im World Wide Web oder sowas, oder ob die Nachricht mitten zwischen Bildern von meinen Freundinnen auf Instagram auftaucht. Vor allem findet diese Verbindung aber statt, weil permanent Daten über unser gesamtes digitales Leben gesammelt werden und dann von Algorithmen zur Auswahl von Inhalten genutzt werden. Das heißt, auch unser Privatleben, unsere private Kommunikation wird gesammelt und ausgewertet.
Und vor allem über diese Auswertung möchte ich sprechen heute und vor allem über ihre affektiven Auswirkungen. Affekte sind hier ein wichtiges Thema, weil die Gefahren, die von Algorithmen für die Öffentlichkeit ausgehen, oft mit Affekt begründet werden. In der Einleitung wurde gerade schon das schöne Wort Affektpolitik genannt. Also es gibt da den Verdacht, dass mit Algorithmen eine bestimmte Form von Affektivität ganz eng verknüpft ist. Ich möchte das nur mit zwei Beispielen ganz kurz erläutern. Das ist einmal die Idee der Filterblase und einmal die vermeintliche Gefahr der affektiven Manipulation. Bei beiden möchte ich sagen, das ist jeweils eine Gefahr, aber sie ist anders, als wir sie normalerweise verstehen. Die Idee der Filterblase läuft so: Algorithmen suchen uns die Inhalte raus, die uns gefallen. Und die Befürchtung ist dann, wir säen dann nur noch das, was wir mögen und kämen mit Kritik gar nicht mehr in Berührung. In anderen Worten, die Inhalte verschieben sich weg von Argumenten oder von Vernunft hin zu Affekten. Der Begründer dieser Idee, Eli Pariser, hat das in seinem TED-Talk, wo er diese Idee zum ersten Mal präsentiert hat, wunderschön dargestellt. Er hat ein Bild von Tauziehen. Es gibt so rote und gelbe, blaue Männchen, die Tauziehen. Und die einen haben so ein Eis in ihrer Denkblase über dem Kopf und die anderen Bücher. Das ist das Bild hier, Affekt gegen Vernunft. Und diese Theorie ist erstmal empirisch falsch. Nachdem die in der Welt war, sind ganz viele KommunikationswissenschaftlerInnen rausgegangen, haben versucht, diese Filterblasen zu finden und sie haben sie nicht gefunden. Was sie gefunden haben, ist, dass Menschen durchaus mit kritischen Inhalten in Berührung kommen. Interessanterweise gerade in radikalen Gruppen oder bei Menschen, die starken Verschwörungserzählungen anhängen, dass die sich eigentlich sehr detailliert mit Kritik an ihnen auseinandersetzen, aber um sie halt wiederum in ihrer eigenen Lesart neu für sich zu interpretieren. Das heißt, das Problem ist nicht, dass Menschen nicht mehr mit Kritik in Berührung kommen, sondern sie wirken nicht mehr. Und das zeigt uns, dass dieser alte Gegensatz Vernunft-Affekt falsch ist. Was wir gerade auch jetzt in der Pandemie sehen, ist, dass auch die Fakten, auch die Vernunft, sowas wie eine affektive Begleitung braucht. Ja, also wir haben einfach zu lange gedacht, die Arbeit ist getan, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. Fertig. Ja? Und die gerade jetzt sehen wir, dann fängt die Arbeit erst an. Also die Arbeit der Wissenschaft ist vielleicht getan, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, aber die Arbeit der Politik geht dann erst los. Und das ist eben auch affektive Arbeit, Überzeugungsarbeit zum Beispiel. Das zweite Beispiel, auf das ich kurz eingehen wollte, ist die Art und Weise, wie Algorithmen als Gefahr erscheinen, weil sie eine Manipulation durch personalisierte Inhalte ermöglichen. Diese Gefahr oder diese Bedrohung ist am stärksten verknüpft mit dem Namen Cambridge Analytica. Also die Firma, die versprochen hat, wir können Menschen, Usche Merk hat es gerade eingangs schon gesagt, wir können Menschen vermessen. Wir können ihre grundlegenden psychologischen Eigenschaften vermessen und dann passend zu diesen grundlegenden psychologischen Eigenschaften, die als universell angenommen werden, also es geht da um 5 Basischaraktermerkmale, die alle Menschen haben, die kann man messen und basierend darauf kann ich dann ganz genau manipulative Inhalte ausspielen. Und erstmal, es gibt keine wirkliche Bestätigung, dass das geklappt hat, was Cambridge Analytica da gemacht hat, aber darum geht es auch gar nicht, sondern mir geht es um das, was Usche Merk in der Einleitung gerade dieses behavioristische Menschenbild genannt hat, das da dahinter steckt. Ja? Weil sowohl Filterblasen als auch dieses Menschenbild der Vermessung suggeriert so, dass die Gefahr der Algorithmen darin besteht, dass sie quasi so eine Art direkten Draht zu unserer Psyche haben, welche dann Kritik und so weiter umgehen kann. Ja? Und wenn das Problem wäre, dann wäre das Problem von Algorithmen ein Problem universeller menschlicher Eigenschaften. Also ich habe irgendwelche Eigenschaften, Algorithmen können die vermessen, liefern mir was, ich reagiere drauf, fertig. Und diese Erzählung hat ein ganz grundlegendes Problem. In dieser Erzählung taucht Politik und Gesellschaft nicht mehr auf. Es geht sozusagen nur noch, irgendwelche grundlegenden menschlichen Eigenschaften werden direkt mit Algorithmen verknüpft. Wer diese Menschen sind, wird nicht mehr gefragt. Was die Inhalte sind, die diese Algorithmen vermitteln,
wird auch nicht mehr gefragt. Das heißt, wir reden dann zum Beispiel nicht mehr darüber, dass jemand eine rassistische Wahlkampagne führt und dazu dann Cambridge Analytica beauftragt, sondern wir reden nur noch darüber, dass diese Kampagne vermeintlich direkt Menschen verführt. Und diesen entpolitisierenden Effekt kann man immer wieder sehen. Der wurde zum Beispiel auch sichtbar, als die Gelbwesten-Proteste in Frankreich losgingen vor einiger Zeit. Gab es sofort auch Pressemeldungen, die gesagt haben, ja, es liegt an diesem neuen Facebook-Algorithmus. Das heißt, es wurde da nicht mehr darüber diskutiert, ob die politischen Anliegen dieser Menschen legitim sind oder nicht, ne, und was sie bedeuten oder nicht, sondern es wurde darüber diskutiert, dass die von einem Algorithmus quasi verführt wurden. Das heißt, die politische Frage wurde dadurch rausgenommen. Ne? Und auch Koketsu Moeti hat in einem schönen Text vor 3 Jahren in Ceylon geschrieben, dass man nicht vergessen darf, dass Cambridge Analytica und ähnliche Kampagnen eben funktionieren, weil schon eine rassistische Struktur in der Gesellschaft da war, an die sie anknüpfen konnten. Ne? Das heißt nicht, das ist wichtig, dass Algorithmen harmlos sind und es nur an der Gesellschaft liegt. Ne? Das ist auch eine Erzählung, die man oft hat. Die Gesellschaft ist halt falsch und dann greifen die Algorithmen die auf und geben das weiter. Ich komme gleich noch dazu, warum die Algorithmen nicht neutral, nicht harmlos sind. Aber wichtig ist auch, wir verstehen nicht, was sie für Effekte haben, wenn wir nicht auch diese soziale Grundstruktur, die sie ermöglichen, die diese Effekte ermöglichen, mitbedenken. Das sieht man auch daran, dass diese entpolitisierende Geschichte auch sehr gerne von den Internetplattformen selbst verbreitet wird. Da läuft die dann ungefähr so, ja, wir wollten ja nur einen Auswahlalgorithmus bauen, der allen eben optimale Ergebnisse anzeigt. Und die ganzen negativen Effekte, die wir jetzt gesehen haben, sind dann quasi nur so ein mehr oder weniger zufälliger Effekt dieser eigentlich guten Idee. Ja, also wir hatten eine gute Idee, wir zeigen einfach allen das, was sie am besten ist. Wir kriegen hier personalisierte, tolle Inhalte. Und aufgrund irgendwelcher sozialen Dynamiken ist das jetzt dumm gelaufen und es ist diese extreme Manipulations- und Hassmaschine rausgekommen. Und das stimmt natürlich nicht. Das stimmt deswegen nicht, weil die Plattformen es von Anfang an eben nicht nur mit Usern zu tun haben und man kann einfach jedem User das zeigen, was sie oder er gerne mag, sondern von Anfang an mit Menschen, die in vielerlei Hinsicht sozial und kulturell situiert sind. Und zu dieser sozialen oder kulturellen Situation gehören eben auch Affekte. Das heißt, Affekte, das sind nicht einfach ein animalisches oder auch natürliches Gegenüber der Vernunft. Sie sind auch nicht ein fest verdrahteter Mechanismus in uns, wie das manche Theorien denken oder wie das auch der Behaviorismus gedacht hat, der angesprochen wurde. Oder sie sind es zumindest nicht nur. Weil das sind Reste von Ansichten aus vergangenen Jahrhunderten, die aber immer irgendwie noch sehr, sehr wirksam sind. Also wir sind immer sehr stark von dieser noch Vernunft-Affekt-Gegensatz-Idee geleitet. Und wir sind auch sehr stark davon geleitet, dass Vernunft etwas ist, was wir lernen. Argumente ist etwas, das wir lernen, wir ausprägen und so weiter. Während Affekte etwas sind, das ist einfach in uns drin. Das ist sowas, ja, fast schon, habe ich gesagt, Animalisches oder Urwüchsiges, das man klein halten muss. Was dabei nicht gesehen wird, ist, dass auch affektive Reaktionen etwas sind, die gelernt werden können, die antrainiert werden können, die sich herausbilden, die von der sozialen und der kulturellen Situation extrem abhängen. Das heißt, wie ich auf ein Erlebnis oder eine Nachricht im Internet zum Beispiel reagiere, hängt nicht nur davon ab, ob sie mir gefällt oder nicht, als ob sie zu meiner Filterblase passen würde. Und sie hängt auch nur nicht, oder die Reaktion hängt auch nicht nur davon ab, ob sie zu irgendwelchen leicht messbaren, vermeintlich grundsätzlichen Merkmalen von mir passt, sondern meine Reaktion hängt fundamental auch davon ab, was ich schon erlebt habe, was mir vielleicht seit dem Kindesalter mehr oder weniger bewusst antrainiert wurde.
Sie hängt von den Plänen und Erwartungen ab, die ich habe. Und hier gibt es schöne Studien, zum Beispiel von Arlie Hochschild oder Lauren Berland, die zeigen, dass gerade das permanente Frustrieren dieser Pläne, das Buch von Arlie Hochschild heißt Strangers in Their Own Land, das von Lauren Berland, Cruel Optimism. Ne? Da geht es in beiden darum, dass dieses permanente Erlebnis, dass die eigenen Erwartungen immer wieder frustriert werden, dazu führen, dass man sich so eine Art affektive, wenn man so will, Schutzreaktion antrainiert, ne? Und das nicht mehr unbedingt an sich ranlässt und dann quasi selbst, auch wenn schon viel dagegen spricht, immer noch mit Dingen weitermacht, die einem eigentlich selbst schaden. Nicht weil, das ist wichtig, man naiv ist, ja, oder auf irgendwas reingefallen ist, sondern weil das Leben in der permanenten sozusagen Zumutung, ja, im permanenten Ertragen müssen, dessen an der unteren Seite von Machtpositionen zu stehen, im permanenten Ausgeschlossensein, im permanenten Spüren eigentlich der negativen Folgen von Kapitalismus oder von Rassismus und so weiter, es gar nicht anders auszuhalten wäre, als wenn man sich nicht sozusagen so eine, wenn man so will, Strategie im Umgang damit auch affektiv antrainieren würde. Das sind die Beobachtungen, die diese Theoretikerin machen. Also soll, wie ich auf eine Nachricht reagiere, kann natürlich auch von sehr konkreten individuellen Erlebnissen abhängen. Schlimme oder traumatische oder auch sehr tolle. Aber das sind alles sehr starke affektive Angelegenheiten. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gerade Menschen, die oft ausgeschlossen sind von gesellschaftlicher Teilhabe in der einen oder anderen Form, die eigentlich in ihrem Alltag spüren, dass was falsch läuft in unserer Gesellschaft, aber keine Möglichkeit haben, das zu verändern, müssen sich quasi so eine, das was Berland Cruel Optimism, so ein Cruel Attachment auf affektive Art und Weise antrainieren, um damit klarzukommen. Das heißt, wenn jemand anfällig ist für Manipulation durch Algorithmen oder auch sonst, dann auch, weil Inhalte oder Nachrichten zu diesen sozialen und kulturellen affektiven Strukturen passen. Und wichtig ist jetzt, dass gegenüber diesen sozialen und kulturellen Strukturen, das heißt gegenüber den politischen Affekten, wenn man so will, die Plattformen, mit denen wir es gerade zu tun haben, nicht neutral sind. Es ist also nicht so, dass man einfach sagt, da ist eine Plattform und darüber kann man dieses oder jenes kommunizieren, sondern diese Plattformen entsprechen ganz bestimmten sozialen und kulturellen Positionen. Zum einen, sie sind inhärent individualistisch. Also die Rhetorik ist, du machst irgendwas, und der Algorithmus liefert dir dann das passende Resultat. Ne? Deine Handlung, deine Reaktion. Es kommt nur auf dich an. Ne? Da spielen soziale Strukturen und so weiter keine Rolle. Ne? Das heißt, es ist eine sehr, sehr liberale Weltsicht. Und sie stimmt auch nicht. Ne? Weil in Wirklichkeit hängen diese Resultate eigentlich nur von sozialen Strukturen. Wenn ihr eine Plattform sagt, sie hat einen Algorithmus, der etwas personalisiert, macht der Algorithmus ja eigentlich nichts anderes als zu kategorisieren. Also man kriegt personalisierte Inhalte, heißt man wird statistisch in eine Kategorie einsortiert mit Menschen, die in irgendeiner algorithmisch fassbaren Form ähnlich sind wie man selber und kriegt dann das, was die Menschen, die ähnlich sind wie man selber, auch schon gesehen. Also diese vermeintliche Individualisierung ist eigentlich eine soziale Kategorisierung. Das heißt, diese Rhetorik ist, wenn man so will, das Weltbild ist liberal, die Wirklichkeit dahinter aber nicht. Das heißt, Algorithmen sind nicht neutral, die Plattformen sind nicht neutral, weil sie zumindest rhetorisch versuchen, diesem individualistischen Weltbild zu entsprechen und auch damit deswegen sehr anfällig sind für diese Entpolitisierung, von der ich gerade gesprochen habe, ne, zu sagen, es hängt eben von dir, es hängt von dem ab, was du machst, es hängt davon ab, wie du dich verhältst und so weiter. Und was da dann rauskommt, ja, das
da können wir nichts für, sondern das ist dann ein Effekt des Verhaltens der Nutzerinnen und Nutzer. Der zweite Grund, warum diese Plattformen nicht neutral sind, ist, dass sie für Werbung gemacht sind. Das ist das Geschäftsmodell. Und wer Werbung verkaufen will, will möglichst viel davon verkaufen. Also müssen die Leute möglichst lange auf der Plattform sein. Das heißt, was diese Algorithmen auch immer optimieren müssen, ist Zeit auf der Plattform. Viel Feedback, viel Klicks. Und man fasziniert Leute eben nicht so lange mit komplizierten Details zu Impfungen zum Beispiel oder mit schweren politischen Fragen wie mit anderen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es um Werbung geht, optimiert man auch immer für die jeweils kaufkräftige Gruppe, die man im Blick hat. Wichtig ist, das heißt nicht, dass Algorithmen und digitale Plattformen diese ganzen Eigenschaften haben, weil sie digital sind, sondern weil sie einer bestimmten sozialen Position entsprechen. Man kann sehr wohl emanzipatorische Plattformen bauen. Man kann sehr wohl in digitalen Medien Solidarität bauen. Man darf sich aber nicht darauf verlassen, dass die Plattformen einfach neutral sind, ja, und man muss dann halt nur das Richtige auf ihnen machen, sondern wenn man Plattformen für Emanzipation, für Aufklärung etc. haben will, braucht man eben andere Plattformen. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt der beste Zeitpunkt, um an Koketsu Moeti zu übergeben, weil sie ja genau so eine Plattform ins Leben gerufen hat. Und deswegen höre ich jetzt hier erstmal auf und freue mich auf die Diskussion und den zweiten Vortrag. Ja, vielen Dank, Tobias. Das war schon mal eine gute Einführung, um uns überhaupt mal mitzunehmen, wie dieses komplexe Verhältnis auch zwischen Affekten und Algorithmen und Politik, wie man das überhaupt zusammendenken kann. Ich hoffe, dass wir einfach noch im Gespräch und Diskussion noch einige Punkte vertiefen können und will aber jetzt erstmal an Koketsu weitergeben. Koketsu, I'm sorry that I have to speak in German. It's just because of the translations. Tut mir leid, dass ich in Deutsch sprechen muss. Ich würde viel lieber Englisch mit dir sprechen. Wir kennen uns schon einige Jahre und ich habe dich immer sehr bewundert, was du für eine unglaubliche Power hast und was du alles aufbaust. Du bist eine Gründerin und Geschäftsführerin des handybasierten Aktionsnetzwerks Amandla Mobi. Geschäftsführung ist falsch. Du bist die Gründerin und eigentlich die Direktorin. Und das ist ein Tool, das Gemeinschaften, Communities in marginalisierten Gemeinden in Südafrika verbindet, um gegen Probleme wie Zwangsräumungen, geschlechtsspezifische Gewalt und so weiter zu kämpfen. Und inzwischen gibt es über 250.000 Menschen in Südafrika, insbesondere schwarze Frauen mit niedrigem Einkommen, die dieses Tool benutzen. Und ich glaube, du kannst uns noch einiges darüber erzählen. Aber darüber hinaus bist du auch Gründerin des African Digital Rights Networks. Du hast im Laufe deiner Arbeit mehrere internationale Stipendien bekommen, zum Beispiel von der Obama Foundation oder anderen Foundations, und bist jetzt die Gründungsstipendiatin des Collective Action in Tech. Und insofern bist du auch immer wieder in ganz vielen mobilen, aktivistischen, digitalen Netzwerken beteiligt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Koketsu, the floor is yours. Thank you. Guten Abend an alle. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein in dieser Zeit. Wie Tobias schon gesagt hat, hoffe ich, dass wir zusammen lernen können und ein wenig zusammenarbeiten können. Über was wir heute Abend reden, ist nur ein Teil von einer großen Maschinerie, die in unser Alltagsleben sickert. Und das in Art und Weisen, die wir nicht vorhergesehen haben. Der Anstieg von digitalen und neuen Medien wurde gesehen mit sehr viel Enthusiasmus auf der ganzen Welt und auch an verschiedenen Industrien und Sektoren. Der Grund dafür ist, dass geglaubt wurde, kann sehr viel transformieren und hat sehr viel demokratisierendes Potenzial. Plötzlich waren wir als Menschen nicht nur passive Konsumenten von Nachrichten, sondern wir haben eben auch selbst Nachrichten verbreitet. Der Enthusiasmus wurde erneuert während des arabischen Frühlings,
als sie angewendet wurden, um Forderungen zu verstärken. Das ging dann weiter. Als Corona sich schockwellenartig verbreitet hat, haben sich die zivilen Tech-Communities eben gedacht, sie müssen auch eine Antwort finden mit solchen Technologien auf Krisen. Ein Beispiel, was ich Ihnen geben möchte, ist Anpass, eine Organisation aus Italien. Sie benutzen Ushahid, die freie Open-Source-Plattform, um Kriseninfos zu verbreiten und abzusichern, dass es genug medizinische Versorgung, Nahrung und andere substanzielle Güter für Communities gab, die von den Beschränkungen in Corona besonders betroffen waren. Innerhalb von 13 Monaten wurde Ushahidi mehr als 1500 Mal eingesetzt und das in mehr als 130 Ländern. Budget ist ein anderes Beispiel. Das ist eine zivile Organisation, die Technologie benutzt, um gesellschaftliches Engagement in Nigeria mit institutioneller Verbesserung zusammenzubringen. Die haben den Covid-Found-Tracker ins Leben gerufen. Dort geht es darum, dass es Spenden, die eben quasi für Corona gegeben wurden, an Regierungen und die Regierung der Bundesstaaten überwacht werden konnten, so dass quasi die Regierung zur Verantwortlichkeit gezogen werden konnten. Das sind Beispiele, wie solche Technologien benutzt werden in diesen Krisenzeiten. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass das nicht neu ist und auch nicht außergewöhnlich. Auch schon in der Vergangenheit wurden Technologien verwendet, wie zum Beispiel Drucker oder Faxgeräte oder in Südafrika sogar Verschlüsselungstechnologie, um die Überwachung des Staats in der Apartheid zu entgehen. Also nicht etwas sehr Neues, was passiert ist. Das ist schon in der Geschichte immer wieder passiert. Technologien wurden immer weiterentwickelt und aktivistisch benutzt. Und Menschen, die gegen bestimmte Dinge waren, haben diese Technologien benutzt, um die Welt zu verändern, in der sie leben, um auch politische Teilhabe zu ermöglichen und im Prinzip auch um zivilgesellschaftliche Räume zu öffnen. Tobias hat das schon herausgestellt. Das ist aber eben nicht neutral. Diese neuen Technologien und Geräte hat natürlich neue Formen der Teilhabe eröffnet und auch zivilgesellschaftliche Räume vergrößert und eröffnet. Allerdings gab es da auch eine Reaktion drauf. Und zwar haben wir gesehen, dass reaktionäre Akteure diese Online-Räume geschlossen haben, indem sie zum Beispiel Internetabschaltungen durchgeführt haben, mehr überwacht haben und gezielte Falsch- und Desinformationskampagnen geführt haben. Eine Analyse der aktuellen Lage digitaler Rechte in 10 afrikanischen Ländern hat festgestellt, dass es 65 Beispiele gab, wo Menschen Online-Räume geöffnet haben, aber es eben fast doppelt so viele Fälle gab, wo solche Räume von Regierungen geschlossen wurden. Das zeigt sehr deutlich, dass es diese Notwendigkeit gibt, diesen Einfluss dieser Technologien besser zu verstehen und wie dieser zivilgesellschaftlichen Räume neu konstituiert werden. Ein paar konkrete Fragen, die mal in meinem Kopf schwirren, sind: Wer sind die Akteure und was sind die Teilnahmebedingungen? Also wann kann man teilnehmen? Nicht nur für die Benutzerin, sondern auch für die, die die Technologien implementieren. Welchen Effekt hat dieser größere soziale und politische Landschaft auf den Einfluss von diesen digitalen Medien? Und das sind ein paar Fragen, die man fragen kann. Aber sehr oft sind die Antworten nicht im globalen Süden und nicht auf dem afrikanischen Kontinent zu finden. Also selbst unser Verständnis von diesen digitalen Medien, da fokussieren wir uns eben, wie das Ganze implementiert wird. Und die Antworten finden sich eben nur in bestimmten Teilen der Welt. Es geht nicht nur um die Schließung solcher Räume, sondern auch um das Öffnen. Es gibt diesen digitalen Bruch in unserer Gesellschaft und es geht viel um, wie kann man Zugang finden. Ein Beispiel, was mir da in den Kopf kommt, ist die Nacht des 20. Oktober 2020, als nigerianische Soldaten auf Endsars-Demonstranten an der Liki-Mautstation in Lagos schossen.
Die Überwachungskamera wurden weggedreht, bevor geschossen wurde. So konnten die nigerianische Regierung bestreiten, dass überhaupt irgendjemand erschossen wurde. Aber es wurde in Echtzeit aufgenommen, also in Echtzeit dokumentiert, und so konnte dieses Narrativ eben geändert werden. Das ist natürlich nicht das einzige Beispiel für digitale Medien, die benutzt wurden und sehr, sehr nützlich sich erwiesen in aktivistischen Kontexten. Zum Beispiel gab es eine Online-Kampagne, die dann 48 Millionen Mal geklickt wurde und über 5 Millionen Autoren besaß am Ende, die dann den Diskurs in den Medien verschoben hat und einen sehr, sehr nachhaltigen Protest ausgelöst hat. Dadurch konnten dann auch Finanzierung für medizinische Versorgung und Nahrungsmittel organisiert werden. Und es gab einen sehr, sehr ausdauernden Protest. Das ist also ein Beispiel, wo man sehr, sehr viel lernen kann von diesen End-SARS-Bewegungen. Es war eben erst eine sehr kurze, virale Bewegung, die dann aber einen nachhaltigen Einfluss hatte. Während der Pandemie haben wir aber auch gesehen, dass immer mehr Schließungen von solchen zivilgesellschaftlichen Räumen stattfanden. Ein Beispiel dafür wäre der 4. Juli, als die nigerianische Regierung ankündigte, den Twitter-Zugang zu sperren. Die nigerianische Regierung bestritt das zwar, aber der Grund war ein durch Twitter gelöschter Tweet des Präsidenten Buhari. Es ist also eine Plattform, die Jahre hinweg auf sehr, sehr viele Weisen angewendet wurde. Es gab sehr, sehr sichtbare Kampagnen wie Bring Back Our Girls, Occupy Nigeria und End SARS, nur um ein paar zu nennen. Danach wurde auch verkündet, dass diese Sperrung von Twitter unbegrenzt sein würde. Also konnten nur Menschen zugreifen, die eben VPNs angewendet haben. Das ist natürlich nicht nur das einzige Beispiel. Wir haben immer mehr Risse im Recht der freien Meinungsäußerung wahrnehmen können. Und die neue und alte Regierung in Nigeria hat das so durchgeführt. 2020, im Schatten der Pandemie, verabschiedeten Regierungen in mehr als 20 Ländern sehr vage bzw. umfassende Gesetze, die Aussagen unter Strafe stellten, die gegen die öffentliche Gesundheit gerichtet seien. Und andere haben Gesetze benutzt, die bereits existierten. Oft wurden sie als Unterdrückungswerkzeuge benutzt, zum Beispiel in Tansania, wo Corona grundsätzlich geneugt wurde. Dort wurden alle Verbreitungen von Informationen zur Ausbreitung der Krankheit verboten. Und das kann natürlich gesehen werden als eine Repression, als ein Stummschalten aller Opposition gegen die Regierung. Und das war in der Vorwahlzeit. Das heißt, plötzlich wurde etwas, was in Verbindung stand mit Corona, benutzt, um noch weitere Repressionen zu rechtfertigen. Und das vor der Wahl. In Indien wurden zum Beispiel ein Rechtsbegehren an Twitter gesendet, um kritische Kommentare zum Umgang der Regierung mit der Pandemie zu löschen. Und ich kann da noch sehr, sehr viele weitere Beispiele nennen. Aber was wir eben sehen, ist Überwachung durch Apps, also mehr Überwachung durch Apps, die erst als Kontaktverfolgungswerkzeuge gedacht waren. Und natürlich diese Abschaltung von Internet oder Plattform. Und dass die Freiheit in vielen Ländern immer mehr beschnitten wird. Tatsächlich ist es so, dass in 45 Ländern Menschen festgenommen wurden für Aussagen, die sie im Internet getätigt haben, und das im Corona-Kontext. Also wie Tobias bereits sagte, sprechen wir oft über diese Plattformen, als seien sie neutral. Also sie existieren einfach und es hängt davon ab, wofür sie verwendet werden. Aber die Realität ist, in einer Welt, die so ungleich ist wie unsere, ist nichts neutral. Wie diese Plattformen verwendet werden, wer sie verwendet und wofür sie verwendet werden, wird durch Machtverhältnisse beeinflusst. Das passiert nicht einfach. Eine andere Sache, die im Zuge der Pandemie passiert ist. Ganz lange dachten Leute, dass der Zugang zur digitalisierten Sphäre universell sei.
Aber als Covid-Maßnahmen und Einschränkungen zum Alltag wurden für Milliarden Menschen und als dann Aktivitäten zunehmend ins Internet verlagert wurden, wurde klar, das ist es nicht. Selbst in Industrienationen wie den USA haben wir plötzlich die Situation, Kinder können nicht online lernen, weil sie keinen Zugang haben. Sowohl was Geräte als auch was Infrastruktur angeht. Und ich habe mich sehr über die Vorstellung des Dolmetsch-Kollektivs Enterprise heute Abend gefreut, weil Sprache eben wirklich eine Rolle spielt. Obwohl Englisch global gesehen eine Minderheitensprache ist, ist es online die Sprache der Wahl. Und das schließt an sich so viele Leute aus. Der größte Teil der Inhalte im Internet ist immer noch auf Sprachen wie Englisch. Also das sind nur einige der Barrieren. Die Pandemie nun hat auch eine Tendenz wiederbelebt, die wir Technological Solutionism nennen. Also ein Term, der bekannt wurde durch das Buch To Save Everything, Click Here, The Folly of Technological Solutionism. Dieser Begriff beschreibt den Glauben daran, dass jedes Problem eine technologische Lösung hat. Und das verleitet dazu zu denken, dass in einer Welt so voller Probleme Technologie einfach einen einfachen Ausweg bietet, sodass wir nicht mehr mit politischen und gesellschaftlichen Strukturen uns auseinandersetzen müssen, weil es schnelle Lösungen gibt, die die Sache retten können. Ein Punkt, wo wir gesehen haben, dass das nicht wahr ist, sind Kontaktverfolgungs-Apps. Die wurden in 50 Ländern eingesetzt und ihre Entwicklung hat extrem viele Ressourcen verbraucht. Aber was wir gesehen haben, der Erfolg war zweifelhaft. Sie wurden schlecht angenommen, es gab Datenschutzbedenken und es gab überhaupt kein Mitdenken der digitalen Spaltung. In Australien beispielsweise hat die Regierung ihre 2 Millionen Dollar teure Covid-App als Erfolg gepriesen und basiert das auf der Anzahl der Downloads. Später kam dann raus, dass die App nur in einem Viertel der Fälle funktioniert hat, je nach Gerät. Also solche Lösungen und dass sich auf Technologie als Lösung verlassen wird, heißt, dass sehr viele Ressourcen, die sonst anders genutzt werden könnten, genutzt werden, um Technologie zu entwickeln und zu verbreiten. Die werden dann als Erfolge gefeiert, obwohl in der Realität die intendierten Resultate gar nicht erreicht werden. Eine andere Sache, die ich sagen möchte, ist, in den letzten Jahren gab es große Diskussionen über die Gefahren der Macht von großen Technologiefirmen, also Facebook, Google, Amazon. Und das ist keine Überraschung. Also es gab Aufdeckungen dazu, dass Facebook unlautere Wettbewerbsmethoden angewandt hat, um seine Dominanzposition auszubauen. Aber was wir dabei ignorieren, ist, dass große Technologiefirmen nicht die einzigen sind, die wir hinterfragen müssen. Wir haben auch ein gefährliches Duopol aus Visa und Mastercard. Die haben de facto eine hegemoniale Marktmacht. Also die beiden sind Bezahlungsmethoden, die hauptsächlich online verwendet werden. Also wenn man online etwas bestellt, braucht man eine Visa oder Mastercard. Und das führt dazu, dass diese Unternehmen entscheiden können, wer kann online Geld verdienen. Wir sehen mehr und mehr, dass diese Unternehmen ihre Dominanz nutzen, um freie Meinungsäußerungen zu unterbinden und auch ein ganzes Spektrum politischen Handelns zu unterbinden. Einfach dadurch, dass sie die Ressourcen und die Gelder dafür wegnehmen. Also, so wie klar ist, dass Geschäftsmodelle großer Unternehmen reguliert werden sollten, um ihre Macht zu begrenzen, sollte auch mit Branchen umgegangen werden, die nicht so offensichtliche Akteure im digitalen Raum sind, aber die genug Macht anreichern, um ihn zu beeinflussen. Also, das erfordert Regulation der Zahlungsabwicklungsbranche und Infrastruktur. Die Bedeutung dieser Branche wird unterstrichen dadurch, dass Digitalisierungsbewegungen während der Pandemie ganz stark stattgefunden haben. Und deshalb brauchen wir eine gewisse Wachsamkeit gegenüber Unternehmen,
die sich als Oberherren des Internets einsetzen. Und wir sind dann der Gnade derer ausgesetzt, deren oberstes Interesse Profit ist und den Launen derer, die einfach nur ihre Ziele verfolgen. Ich möchte auch ein paar andere Punkte hinzufügen, über die wir nachdenken sollten. Wenn Covid zu irgendwas geführt hat, dann dazu, dass wir die Idee loslassen müssen, dass es eine echte Offline-Welt gibt und eine unechte Online-Welt. Wir haben wieder und wieder gesehen, dass die Konsequenzen dessen, was online passiert, offline in der Welt gefühlt werden. Was in der digitalen Sphäre passiert, ob es die Schließung oder die Öffnung zivilgesellschaftlicher Räume ist, hat sehr reale Konsequenzen, die sogar Demokratien gefährden. Also eine zentrale Frage ist, wir müssen verstehen, wie digitale Technologien eingesetzt werden und in wessen Interesse sie eingesetzt werden. Aber auch, wir müssen Kapazitäten entwickeln, um uns nicht nur zu wehren, sondern auch eine andere digitale Welt voranbringen und wie wir uns in dieser verhalten. Wir müssen auch Lösungen für staatliches Handeln und digitale Regierungsführung entwickeln, deren Fokus das öffentliche Interesse ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass Firmen, nur weil sie dominante Akteure in einem Sektor sind, die nicht von irgendeiner Bevölkerung gewählt wurden, wir dürfen sie nicht diktieren lassen, was online stattfinden kann und was nicht stattfinden kann, wer Geld verdienen kann und wer nicht und welche Räume geöffnet und welche geschlossen werden müssen. Denn diese Unternehmen sind nicht neutral. Diese Unternehmen verstärken genau die Ungleichheiten, rassistische und wirtschaftliche Ungleichheiten, die schon lange vor diesen Plattformen existiert haben. Und digitale Technologien verschwinden nicht einfach. Also, wenn wir nicht jetzt handeln, werden sie weiterhin von repressiven Regierungen genutzt und von anderen Akteuren, die einfach den Status quo erhalten wollen. Und sie werden auch verwendet werden, um Erfolge auszumerzen, die wir errungen hatten oder gerade erreichen, sowohl während als auch vor der Pandemie. Ich höre damit auf und wir können zur Diskussion übergehen, Usche. Entschuldigung. Danke. Danke, Coquezzo. Vielen Dank. Es gibt noch so viel mehr, was man sagen könnte und was man dich fragen könnte. Ich denke, du hast das gerade erst eröffnet. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie organisiert man Widerstand? Wie genau macht man das? Und was heißt das? Und wie macht man das Ganze in einem Land wie Südafrika, wo viele Menschen tatsächlich durch dieses Raster fallen? Und diese digitale Spaltung nicht nur eine digitale ist, sondern auch eine wahrhaftige ist. Eine große Ungleichheit. Was wir jetzt gedacht haben, ist, vielleicht, wenn wir euch beiden ein bisschen mehr Zeit geben, vielleicht miteinander zu diskutieren und erstmal unter euch zu diskutieren, bevor wir zu den Zuschauern die Fragen öffnen. Aber wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann schreibt sie doch in die FAQ. Oh, ich spreche Deutsch. Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste umschalten. Ich habe leider Englisch gesprochen. Das ist mir passiert mir immer, weil ich Englisch auf Englisch zugehört habe, der Coquezzo. Entschuldigung. Ich hoffe, die Übersetzung hat das hinbekommen. Ich wollte das Publikum bitten, wenn Sie Fragen haben, bitte in die Frage- und Antwort-Sektion zu schreiben. Meine Kollegin Jule wird das nachher zusammenfassen und in den Raum bringen. Aber zunächst möchte ich nochmal an Tobias zurückgeben, um seine Rückmeldung zu Coquezzos Input zu geben und dann nochmal an Coquezzo uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr darüber zu sagen, wie sie selber, welche Erfahrungen sie hat, Widerstand im digitalen Raum zu organisieren. Tobias. Ich denke, die Englisch-Dolmetscherinnen können auch mich dolmetschen, nicht nur Coquezzo ins Deutsche. Die können ja auch meine Fehler korrigieren dann. Vielen Dank, Coquezzo. Das war sehr, sehr viel, was du uns erzählt hast. Ich habe gar nicht so viel zu sagen. Was sehr Wichtiges, was du gesagt hast, waren die Zahlungsabwickler. Als Beispiel der Strukturen, die wir
tendieren zu vergessen, obwohl die sehr, sehr viel Macht haben. In manchen Ländern gibt es die Kabelanbieter, die Telefonanbieter, die können sehr, sehr tief mit drinstecken und manchmal sind sie sehr nah an den Staaten, manchmal haben sie ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Netzwerke, solche Dinge. Also das ist sehr, sehr wichtig. Danke, dass du das auch angebracht hast. Ein anderer Punkt war die Proteste in Nigeria und so andere Beispiele, die du genannt hast. Da hast du was gesagt, was sehr nachhaltig war. Und ich möchte mehr darüber wissen, warum das so nachhaltig war, warum das mehr war als nur so ein virales Ding online. Und ich denke, das hat vielleicht was damit zu tun, dass man weiß, wie man zwischen diesen Offline- und Online-Plattformen navigiert. Du hast ja gesagt, es gibt nicht diese beiden separierten Dinge mehr, aber vielleicht kannst du noch mehr über solche Sachen sprechen, wie sie eben nachhaltig sein können und nicht nur so super schnell da und dann wieder weg. Ich denke, es gibt viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Das erste, was ich nennen würde, wäre die Möglichkeit zu erkennen, dass der zivilgesellschaftliche Raum ist viel größer als nur der physische Raum. Und die Geschichte hat das immer wieder gezeigt. Ein Beispiel möchte ich eben geben, was ich gegeben habe, ist diese Drucktechnik in Südafrika. Plötzlich konnte man Anti-Apartheid-Veröffentlichungen tätigen. Und eins der am längsten der nachhaltigen Arbeitskampfblätter gibt es heute noch und das auch nach 1994. Also in unserer Geschichte haben Aktivisten immer die vorhandenen Werkzeuge benutzt, um einen Mehrwert in ihrem Aktivismus zu kreieren. Und das Wichtigste daran ist zu erkennen, dass die Technologie nur ein Werkzeug ist. Es ersetzt keine Menschen. Das ist der eine große Unterschied, den ich an langlebigen und kurzlebigen Bewegungen gesehen habe. Dass sie eben erkannt haben, man kann Menschen nicht mit Werkzeugen ersetzen, aber man verwendet natürlich alle Werkzeuge, die man hat. Das andere, was man gesehen hat, ist, dass diese Fähigkeit wichtig ist, das Blatt zum eigenen Gunsten zu wenden gegen Mechanismen, die gegen zivilgesellschaftliche Räume vorgehen. Also das könnte die Verwendung von Verschlüsselungstechnologie sein oder auch Plattformen benutzen, die in manchen Ländern verboten sind. Und das wurde eben auch bei den Anti-Apartheid-Kämpfen damals getan. Und warum ich diese Geschichte immer wieder hervorbringe, ist, uns daran zu erinnern, ja, es gibt diese Technologie und die kann man unterschiedlich verwenden, aber die Herausforderungen sind nicht unbedingt einzigartig. In der Anti-Apartheid-Bewegung wurden diese Drucker verwendet und Poster gedruckt und so weiter und organisiert, aber reaktionäre Akteure haben die natürlich auch benutzt, um Propaganda zu produzieren. Also ich möchte sagen, das ist sehr gefährlich, das Ganze so außergewöhnlich zu betrachten, denn es gibt es gibt Schlüssellektionen, die wir aus der Vergangenheit lernen können, wie wir antworten können auf so eine veränderte Landschaft, veränderte Umgebung. Ja, danke, Koketsu. Ich bleibe jetzt bei dem Deutschen, dann ist es besser mit dem Publikum. Ich wollte nochmal auf die Frage nach den Affekten zurückkommen. Ja, auf der einen Seite, du sagst, es ist vielleicht gar nicht so viel anders als Flugblätter während des Anti-Apartheid-Kampfes. Ich möchte trotzdem fragen, während der Pandemie haben wir ja weltweit beobachtet, dass es in unterschiedlichster Form auf eine massive Weise Verschwörungserzählungen im digitalen Raum sich verbreitet haben, die aber auch in den realen Welt übergeschnackt sind und sich in Deutschland in Bewegungen,
die sehr problematisch auch sich an rechte Bewegungen angedockt haben, entwickelt haben, aber auch in Südafrika eingeflossen sind, in xenophobe Bewegungen und andere. Was ist eure Analyse, was ist eure Perspektive? Warum ist das passiert? Wie würdet ihr das beschreiben? Und was wären Gegenstrategien? Wie seht ihr das aus eurer Perspektive? Wer möchte? Ich würde die Frage gerne an beide nochmal stellen. Wer möchte anfangen? Koketsu? Ja, ich kann anfangen. Ich kann auf jeden Fall anfangen, ja. Ja, es ist sehr unterschiedlich, wie es sich eben darstellt. Und es gibt sehr, sehr verschiedene komplizierte Art und Weisen. Ich möchte nicht sagen, das ist immer das Gleiche wie damals bei der Drucktechnologie. Aber etwas, woran ich auch erinnern möchte und wo ich auch nochmal ein Beispiel geben möchte, als diese Donald Trump-Sache klar geworden ist, dass eben er sehr viele Daten gesammelt hat mit Cambridge Analytica. Da haben viele gesagt, oh, Cambridge Analytica, die Algorithmen haben das Ganze rassistisch gemacht. Aber die Realität ist, dass Cambridge Analytica keine Misogynie und keinen Rassismus kreiert hat, sondern das war die gesellschaftliche Rassismus und Xenophobie, die das gemacht hat. Das gab es alles schon vorher. Und die Frage war nur, wie nimmt man ein Problem, das schon da ist, und wie macht man das noch stärker? Wie vertieft man das? In Südafrika hatte man eine ähnliche Situation. Das war Bell Pottinger, eine PR-Unternehmen in Sitz in London und einer langen Tradition dubiöser Kundin. Die wurde angenommen von, also eine beauftragt von einer Familie, um den Weg zu ebnen, den Staat an sich zu reißen. Und die Kampagne umfasste echte Menschen, Twitter-Bots und Webseiten, um die Familie als sowas wie ein Opfer einer Schmutzkampagne darzustellen, um zu verstecken, was sie eigentlich getan haben. Und es gab eben Journalistinnen, die darüber berichtet haben, und die wurden dann direkt gezielt angegriffen. Aber unabhängig von diesen ruchlosen Taktiken gibt es immer auch wahre Elemente. Und die führen dazu, dass Menschen das eben gut aufnehmen. Also zum Beispiel ist es so, dass wir eine große rassistische Ungleichheit haben. Wenn man eben wahre Elemente mit so Schmutzkampagnen verbindet, dann macht man Menschen mehr anfällig dafür. Natürlich, in Südafrika haben wir mehr als 30 Millionen Menschen der 75 Millionen Einwohnerinnen, die in Armut leben. Und die Armut in weißen Haushalten bleibt ungefähr konstant bei 1%. Deswegen sind schwarze Menschen in Südafrika verdienen sehr viel weniger als weiße Menschen an den gleichen Berufen. Und das sind eben Art und Weisen, wie diese ruchlosen Kampagnen sehr einfach aufgenommen werden bei Menschen, also von Menschen. Es ist deswegen sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir das Ganze verstehen können. Und das Ganze in unser Leben übertragen. Die Algorithmen, über die wir sprechen, die kreieren sich nicht selber, sondern Menschen kreieren die, die Teil dieser Strukturen sind. Ein Algorithmus ist nicht zufällig rassistisch. Und das sind Dinge, die wir wirklich verstehen müssen und wo wir uns mehr einmischen müssen. Dass wir die Dinge, die wir online sehen, eigentlich nur Kopien sind von der realen Welt. Und das dann oft noch verschlimmern. Wir haben natürlich diese gezielten Kampagnen gegen Frauen und gegen Journalisten. Diese Misogynie ist nicht eine Erfindung des Internets, sondern die erleben diese Frauen auch in ihrem Alltagsleben. Die Wahrheit ist, es gibt kein pures Online und Offline, sondern die beiden sind verwoben. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir diesen Rassismus, die Misogynie und die ökonomische Ungleichheit angehen müssen. Und das wird uns einen Schritt weiterbringen.
Ich möchte außerdem noch den Fakt anbringen, dass wir diese Dinge haben, die wir sehen, die, da hat Tobias auch schon drüber geredet, wir separieren strukturelle Dinge von Dingen, die mit Algorithmen passieren, online und Daten sammeln und so. Aber das kann man eben nicht trennen. Das, wenn man das tut, dann verstärkt das diese Plattform nur, dann bringt das diese Akteure nur weiter. Und Tobias hat das auch schon gesagt, diese Absprachen, die es ja gibt zwischen diesen privaten Unternehmen und den Regierungen, die gibt es eben. Wir kennen das als Amandla.mobi, da gibt es diese Telefonvertragsanbieter und durch diese müssen arme Menschen eben mehr für Datenkosten zahlen. Und es gibt dort, der Grund dafür ist dieses Duopol der großen Netzwerke, die so einfach entscheiden können, wer hat Zugang zu den Netzwerken und wer nicht. In Swaziland gibt es da gerade Proteste gegen einen dieser Anbieter. Und tatsächlich hat die Regierung dann veranlasst, das Internet dort abzustellen. Das heißt, da gibt es diese Kooperation. Wir können nicht über private Akteure und Regierungsakteure separiert voneinander reden. Die kreieren dieses repressive Umfeld zusammen. Tobias, du bist jetzt dran. Ich wollte nochmal auf die originale Frage zurückkommen über die Verschwörungstheorien in der Pandemie. Und ich denke, das braucht lokale Antworten natürlich. Denn ich denke, es ist eine Ansammlung von tatsächlich sehr verschiedenen sozialen Phänomenen, die jetzt irgendwie zusammenkommen in einer seltsamen Art und Weise. Ich möchte jetzt nicht nur über Deutschland oder Europa sprechen, aber es gab immer Menschen, die skeptisch waren bezüglich Impfungen. Es gab immer Menschen, die gegen Impfung waren. Es gab immer Menschen, die gegen Medizin waren oder skeptisch zumindest. Und die waren aber sehr fragmentiert, also vielleicht auch auf der Peripherie der Gesellschaft. Aber jetzt hat die Pandemie ihnen einen Grund gegeben, zusammenzukommen und miteinander zu interagieren. Und digitale Medien haben denen natürlich viel geholfen. Es bringt Menschen zusammen, auch Menschen, die sehr seltsame Meinungen haben. Das zweite Ding ist die Medienlogik. Medien brauchen Aufmerksamkeit. Ein Titel wie 1 Million Menschen wurden geimpft und denen ging es allen gut. Und das ist nochmal 1 Million passiert. Und nochmal 1 Million wurde geimpft und die sind auch nicht krank geworden. Das wird natürlich langweilig. Geimpfte Menschen bekommen eine Krankheit. Das ist natürlich eine schockierende Krankheit, ein schockierender Titel. Du kannst natürlich schreiben, alle Wissenschaftlerinnen sind sich einig. Du kannst das immer wieder schreiben, das ist aber langweilig. Wenn man natürlich schreibt, Wissenschaftlerinnen haben eine Auseinandersetzung, einen Streit, dann ist das etwas Neues. Und wir haben natürlich in den Medien sehr viel gesehen, was man False Balance, also falsche Ausgeglichenheit nennen könnte. Man braucht diesen Diskurs. Man braucht dazu gegensätzliche Meinungen. Und das lässt es aber so scheinen, als hätten beide denselben Rückhalt, beide Meinungen denselben Rückhalt in der Gesellschaft oder in der Wissenschaft, was oft gar nicht der Fall war. Es gab sehr oft sehr angesehene Meinungen, die debattiert wurden mit jemandem, der eine sehr, sehr seltsame Meinung hatte. Das sah aus wie ein Diskurs, aber es war eigentlich so eine falsche Ausgeglichenheit. Und der dritte Punkt ist, dass hier in Europa mit dem Lockdown, mit den Maßnahmen, gab es so viele Menschen, die so privilegiert waren, dass sie nie die Erfahrung hatten, dass sie Dinge nicht mehr tun konnten, die sie wollten. Die mussten das jetzt zum ersten Mal tun. Seit sehr, sehr langer Zeit. Es gibt so viele Menschen hier, die sehr luxuriöse Leben führen und die können tun, was sie wollen. Aber das hat jetzt aufgehört. Und natürlich gibt es viele Menschen hier und auch woanders, für die das eine alltägliche Erfahrung ist. Aber für einige ist das total neu. Und die sind sehr, sehr wütend geworden deswegen, weil sie einfach nicht gewöhnt daran waren.
weil ihnen tatsächlich Privilegien weggenommen wurden, um andere zu schützen. Und es ist leider so, das ist mein letzter Punkt, die Pandemie ist sehr schnell zu etwas geworden, was sehr abstrakt wurde. Am Anfang hatte man diese schockierenden Bilder, niemand wusste, was passieren wird. Aber in unseren Ländern sterben Menschen jeden Tag gerade, aber es ist nur noch eine Zahl in der Zeitung. 1000 Menschen sind gestorben, 100 Menschen sind gestorben. Aber das sind eben Menschen, die sterben. Eine ganze Stadt ist gestorben in Deutschland, wenn man sich das bedenkt. Aber das ist eben nur noch eine Zahl. Das ist so abstrakt. Und an derselben Time ist es so, dass die Maßnahmen aber eben nicht abstrakt sind. Du musst dich um deine Kinder kümmern, du kannst nicht arbeiten, deine Firma ist kurz davor, bankrott zu sein. Das ist alles sehr konkret. Aber die Krankheit kann eben sehr weit weg sein. Hier sehen wir etwas sehr Interessantes. Eine sehr interessante Imbalance, was Medien transportieren können, was sie eben nicht so gut transportieren können. Tod und so weiter ist jetzt zu einer Zahl geworden. Etwas sehr Abstraktes. Aber andere Dinge eben nicht. Und es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, warum das so ist. Aber ich denke, das sind einige der vielen Faktoren, die alle zusammengearbeitet haben, um diese neue Bewegung zu gründen, die dann schnell und radikal aufgenommen wurde, aufgegriffen wurde, die das Ganze organisiert haben. Und das ist vielleicht nur meine vorläufige Analyse, weil ich denke, es braucht da noch sehr viel Forschung dazu und so weiter. Also muss noch tiefer reingehen. Vielen Dank. Das ist natürlich ein großes Feld. Ich würde jetzt gerne zu Jule weitergeben, damit sie uns sagen kann, welche Fragen wir in der FAQ-Section haben. Was also die Zuhörerinnen fragen. Jule, bitteschön. Ja, hallo zurück. Und zwar gibt es bis jetzt nur eine Frage, die hat es aber auch in sich. Und zwar genau von Franziska Biara. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Denn Tobias, du hattest gesagt, dass die Arbeit der Politik ja eigentlich vor allen Dingen dann anfängt, wenn die Arbeit der Wissenschaft die Fakten auf den Tisch zu legen. Da hattest du gesagt, das ist eigentlich die vernunftbegabte Arbeit vielleicht. Genau, wenn wir das annehmen, Wissenschaft hat die Fakten auf den Weg gebracht, dann fragt Franziska, wenn jedoch das affektive Verhalten so individuell ist, wie kann Politik dann eigentlich darauf eine passende Antwort geben? Und vielleicht kann man dann auch gleich nochmal weiterfragen, oder entsteht nicht eigentlich Politik machen auch aus den Affekten? Also muss Politik darauf eine Antwort geben oder das nicht eigentlich auch wieder zurückspielen? Und vielleicht könnt ihr beide auch, Kokezo, wenn du magst, auch darauf eingehen nochmal. Dankeschön. Und tschüss. Ja, da muss ich meine Aussage natürlich nochmal ein bisschen einschränken. Es ist natürlich nicht der Fall, dass Politik Affekt ist und Wissenschaft rational. Es gibt sehr viele affektive Dinge in der Wissenschaft und das ist tatsächlich eigentlich, wie Wissenschaft funktioniert. Affektivität ist so etwas wie eine wissenschaftliche Qualitätsgarantie. Wenn wissenschaftliche Errungenschaften keine affektiven Elemente hätten, wenn man nicht stolz darauf wäre, dass oder wenn man etwas Schlechtes gemacht hat, zum Beispiel eine Studienfälschung, wenn es da keine Scham gäbe, dann würde Wissenschaft nicht so funktionieren, wie wir sie kennen. Es gibt also auch da Affekt. Aber es gibt einen fundamentalen Irrglauben in unserer Gesellschaft, dass die Wahrheit für sich selbst spricht. Wahrheit braucht keine Macht. Wahrheit ist Macht. Das ist der alte Traum der Aufklärung. Ich spreche die Wahrheit, deswegen habe ich Macht. Wenn ich die Wahrheit rede, dann brauche ich keine Macht, denn Wahrheit ist Macht. Und wenn andersrum genauso. Und
Das ist aber nicht ganz richtig, denn Wahrheit braucht auch ihr kulturelles Klima, ihr affektives Klima, und wir müssen diesen Nährboden bauen, diesen kulturellen Nährboden, wo die Wahrheit verteilt, also weitergegeben werden kann. Zum Beispiel bei den Impfungen ist die Wahrheit da, die Menschen können es lesen, aber es berührt sie nicht, es verändert ihre Meinung nicht. Ich meine, für viele Menschen tut es das, aber für viele, und es sind immer noch zu viele, ist es so, dass sie nicht berührt und es ändert ihre Meinung nicht. Und das ist Arbeit, die wir tun müssen. Und wenn wir über Wissenschaftlerinnen reden, zum Beispiel Epidemiologen, Virologen, die können das nicht leisten. Aber zum Beispiel Ärztinnen, die können das tun. Die können zu den Patientinnen sprechen, die können mit denen interagieren. Aber die Politik muss das eben auch tun. Und jetzt kommen wir zur Frage. Ich habe betont, dass Affekt etwas ist, das politisch, sozial und kulturell verortet ist. Um es eben sehr stark entgegenzusetzen zu dieser behavioristischen Idee, dass alle Menschen gleich funktionieren und man sie nur durch Messen richtig behandeln könnte. Aber wenn ich sage, Affekt ist sozial, kulturell und politisch verortet, dann heißt das, dass einiges davon individuell ist. Das ist deine Biografie. Das sind die Erfahrungen, die du machst. Aber einige dieser Erfahrungen haben Gemeinsamkeiten auf gewissen Ebenen. Zum Beispiel die großen drei: Race, Gender, Class. Es ist also so, dass kleinere Gruppen vielleicht sogar, also wie wenn man in die intersektionale Wissenschaft geht, einiges teilen, also migrantische Frauen zum Beispiel oder Frauen, die queere Männer, die teilen etwas. Aber das sind Gruppen, die wir verstehen können und die wir verstehen müssen und mit denen wir sprechen müssen. Das heißt, diese politische Arbeit zu machen, heißt nicht nur, mit den Menschen zu sprechen. Man muss verstehen, man muss eben diese affektive Natur verstehen. Und die Menschen, und dass man Menschen manipulieren kann, oder das haben die Menschen, die wir als rassistisch oder rechts bezeichnen, schon sehr gut verstanden. Das ist Teil des Geheimnisses der Brexit-Kampagne, der Trump-Kampagne, dass sie sehr konkret affektive, individuelle Veranlagungen ansprechen. In bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Und es ist ein Irrglauben, dass die, die auf der richtigen Seite, die, die auf der Seite der Wahrheit sind, das nicht tun müssten. Die müssen das eben auch machen. Und ich denke, das ist es, was ich sagen wollte. Die brauchen auch diese Sensibilität für diese soziokulturellen Unterschiede und politischen Unterschiede. Ja, danke. Koketsu, möchtest du gleich was dazu sagen? Ich wollte noch mal kurz dazwischen sagen, ja. wir planen so ungefähr noch eine Viertelstunde weiterzumachen. Es gibt so ein bisschen ein Hin und Her, ist es ein akademisches ist das eine akademische Einheit oder eine physische? Also wir werden bis 7:45 noch weitermachen. Koketsu, du kannst weiter fortsetzen. Ja, Tobias hat da eine ganze Reihe an Themen angesprochen, die sehr interessant sind. Und eine dieser Sachen an Falsch- und Desinformationen ist, dass sie sehr gut funktionieren in einer Umgebung der Unsicherheit und in einem Zeitalter tiefsten Misstrauens in Medien, wo es scheinbar keine verlässlichen Informationsquellen gibt. Und wir sehen, wie sehr sich das durch diese Polarisierung verbreitet. Also ich werde nie vergessen, es gab so eine Schlagzeile, die in Südafrika wirklich die Runde gemacht hat und die hat gezeigt, wie Medien unwillkürlich auch eine Rolle in der Verbreitung von Falschinformationen spielen.
Also diese Schlagzeile aus dem Vereinigten Königreich war, dass die erste Person, die geimpft wurde, gestorben war. Das war ein alter Mann, der hätte an allem sterben können. Aber diese Schlagzeile war, erste geimpfte Person gestorben. Und diese Schlagzeile wurde von vielen Leuten gelesen. Die meisten davon haben die Nachrichten nicht gelesen. Also da geht es nur um Klicks und darum, wie die richtige Umgebung für Falsch- und Desinformationen geschaffen wird. Das müssen wir verstehen, wie das funktioniert. Und Miss- und Desinformationen funktionieren nicht von alleine. Es gibt dieses Buch, das heißt Lie Machines, How to Save Democracy from Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations and Political Operatives. Und das gibt einen sehr schönen Einblick in Falsch- und Desinformationskampagnen und Initiativen und wie sie funktionieren und wie sich Nachrichtenverbreitung dadurch verstärkt. Und was wir auch verstärkt sehen, ist, dass die Arten, wie wir Falschinformationen widerlegen, teilweise, wenn ich Falschinformationen kontere, sorge ich dafür, dass mehr Leute das überhaupt erst sehen. Also es gibt ein ganzes Ökosystem, das dahinter steckt. Und ich glaube, wir machen da nicht genug. Und deshalb denke ich, dass Projekte wie das African Digital Rights Network so wichtig sind. Wir tun nicht genug, um zu verstehen, wie diese Kampagnen in verschiedenen Teilen der Welt funktionieren. Und selbst mit Trump und wenn wir über Cambridge Analytica sprechen, das ist nicht einfach passiert. Was wir wissen ist, einige der Arbeit, die Cambridge Analytica für Trump gemacht hat, wurde zuerst in Kenia vor den Wahlen getestet. Und wie das auf verschiedenen Teilen der Welt passiert, löst verschiedene Fragen aus über Miss- und Falschinformationen und darüber, wie wohlmeinende Leute etwas verstärken und dafür sorgen, dass Nachrichten erst gesehen werden, die Falschinformationen sind. Und es gibt eine Bandbreite an Gründen dafür. Und wir sollten uns fragen, wie in diesem Klima überhaupt der Erfolg dieser Miss- und Falschinformationen ermöglicht wird. Und ein Beispiel aus Südafrika. Wir hatten gerade Lokalwahlen und Herman Mashaba, der frühere Bürgermeister aus Johannesburg, bekannter xenophober Trump-Fan, der macht sehr gefährliche Ideen zum Mainstream. Er hat eine Partei gegründet und die hat sehr gut abgeschnitten in diesen Wahlen. Und wir sehen da ein Machtvakuum, das wir in vielen politischen Bereichen sehen und die tiefgehende Ungleichheiten, die das verursachten, werden von rechten Kräften gefüllt. Und das hat nicht gerade erst angefangen. Also Covid war unerwartet, aber die Rechten sind schon so lange organisiert, dass wenn als Covid kam, konnten sie die Gelegenheit ergreifen. Also ein Beispiel sind die Gesetze, die erlassen wurden während der Pandemie, als unsere Aufmerksamkeit durch die Krise abgelenkt war. In Ungarn zum Beispiel gab es die transfeindlichen Gesetze, die eigentlich die Anerkennung transgeschlechtlicher Personen aufgehoben haben. Also die Pandemie wurde quasi als Tarnung benutzt, um Dinge zu tun, die lange schon aufgebaut worden waren. Sehr gefährliche Ideen, deren Umsetzung durch Leute wie dich und mich ermöglicht wurde und durch Medien und die Mainstream werden konnten, die normalisiert werden konnten. Und die haben dann plötzlich Konjunktur. Ich möchte wirklich dazu anregen, dieses Buch zu lesen. Das hilft wirklich zu verstehen, wie diese Kampagnen funktionieren und gemacht werden. Und die Ähnlichkeiten und Unterschiede sind so extrem. Also je nachdem, was das letztendliche Ziel dann ist. Ich finde wirklich gut, was Tobias gesagt hat, diese ganze Idee mit die Wahrheit wird für sich selber sprechen. Ich möchte ein Beispiel für die Grenzen von Transparenz geben. Über die Jahre gab es Anstrengungen, Technologien für Bürgerinnenbeteiligung zu entwickeln. Und da hat man gesagt, lasst uns Apps entwickeln, die Regierungen transparenter machen.
Aber Transparenz an sich, also nur zu wissen, was vor sich geht, ist nicht genug, um Veränderung zu erreichen. Also Wissen allein ist nicht genug. Es gibt einfach fehlende Verbindungen da. Und wir denken, das hört dann einfach auf, während andere Kräfte es noch viel weiter treiben. Und die ergreifen dann Momente wie Covid, um sehr gefährliche Strategien voranzutreiben. Und einige dieser Gesetzgebungen, die so rigorose Einschränkungen bedeuten, da sollten wir aufpassen, dass die nicht permanent werden, denn sonst werden wir Rückschritte erleben. Danke, danke dir. Wir kommen leider schon fast zum Ende, aber ich möchte noch kurz an Jule weitergeben für einige letzte Fragerunden, bevor wir schließen müssen. Jule, könntest du uns bitte einige der Fragen, die noch aufkamen, nennen, damit wir weitermachen können? Danke. Ich wollte eigentlich ein bisschen cheaten und eine Frage vorschieben. Jetzt kamen noch zwei andere rein. Ich mache es trotzdem, ich cheate erstmal. Und zwar die Frage, die, also weil ihr ja gerade sagtet, naja, Moment, aber vor allen Dingen organisieren sich auch rechte Netzwerke oder auch vor allen Dingen werden quasi Algorithmen sind nicht an sich rassistisch, aber Rassisten haben sie geprägt, insofern agieren sie deshalb rassistisch. Es gibt ja oft dieses Linke versuchen, Politik zu machen und sind darin mehr oder weniger erfolgreich und es wird viel von Klassenkampf von unten gesprochen. Und vielleicht kann man aber auch sagen, naja, das, was in der Welt passiert, ist vielleicht auch ein Klassenkampf von oben. Und wenn wir jetzt gerade über das Internet oder über digitalen Aktivismus sprechen, eben der Frage, machen die anderen das besser als wir? Oder aber, was müssten wir denn machen, um uns, um Algorithmen umzukrempeln? Und wir hatten ja eigentlich die Frage nach der Einsamkeit mal zentral quasi an den Anfang der Sitzung gestellt. Hat Einsamkeit eine Rolle darin, denkt ihr, dass sich Menschen organisieren, entweder, ist das jetzt Hufeisen? Nee, genau, dass sich Menschen organisieren im Internet und wenn ja, wie? Also, machen Rechte es besser als wir? Können wir es anders oder besser machen? Und welche Rolle hat Einsamkeit darin? Kann ich anfangen? Ich denke, die Frage passt ganz gut zu dem, was ich gesagt habe, darüber, warum Algorithmen nicht neutral sind. Und eine zentrale Frage ist da, dass diese Plattform sich dieser individualistischen, liberalen Idee anschließen. Du hast gerade über Klasse geredet, über Klassenkampf. Und es gibt keine Klasse auf diesen Plattformen. Es gibt Individuen und ihre individuellen Geschmäcker und Bedürfnisse. Und es ist eine sehr individualistische Logik. Auf Facebook kann man angeben, was meine Lieblingsbücher sind und was meine geschlechtliche Identität ist. Aber es gibt keine Klasse. Ich übertreibe natürlich ein bisschen. Aber du kannst nicht sagen, das ist meine Klassenzugehörigkeit. Und darum geht es, denke ich. Es ist eine inhärent individualistische Logik und das ist auch das Problem von Organisierung. Also wenn etwas nicht klappt oder wenn irgendwas, diese schnelle virale Explosion passiert, die einfach wieder verschwindet ohne irgendwelche Konsequenzen, der Grund dafür ist, dass es so eine individualistische Sache ist, zu der alle individuell beitragen, ohne was sozial Zusammenhängendes zu formen. Und das Problem daran ist, soziale Zusammengehörigkeit zu erreichen, ist möglich, aber die Plattformen sind in ihrer individualistischen Logik dagegen quasi. Und das geht auf eine Art weiter, in der wir viele Sachen behandeln und das hat auch was mit dieser Einsamkeit zu tun. Denn Algorithmen sagen immer, dass was passiert, ein Effekt dessen ist, was wir getan haben. Ich messe dich aus und ich gebe dir Feedback. Und das geht dann auf eine Art weiter, in der wir viele Sachen behandeln. Also die Karriere ist ein Effekt dessen, was du getan hast. Deine Rente ist ein Effekt deiner Vorsorge. Deine Gesundheitsversorgung ist ein Effekt dessen, wie gut du dich verhältst. Also wir individualisieren alles.
Und das ist ein großer Fehler unserer Gesellschaft. Und wir tendieren auch dazu, unseren Umgang mit der Pandemie zu individualisieren, was Menschen einsam macht. Ich denke, dass beide Fragen was miteinander zu tun haben. Diese individualistische Logik, durch diese individualistische Logik, die viele Bereiche unseres Lebens betrifft. Ja, danke. Ich denke, bevor ich an Kokett so weitergebe, möchte ich Jule nochmal bitten, noch einige der anderen Fragen, die auch eher Kommentare sind, hinzuzufügen, sodass wir auch ein bisschen davon hören, was das Publikum gesagt hat. Und dann kannst du, Kokett, zu dich entscheiden, woran du anknüpfen willst, was du für am wichtigsten hältst. Ja, ich gebe das Wort weiter an Jule. Ich würde jetzt versuchen, zusammenzufassen zwei Fragen, bei denen es darum geht, eine affektive Unterstützung von Politik machen. Also braucht es nicht eigentlich eine größere Sensibilität für Affekte und auch quasi für das, woher kommen wir eigentlich, aus welcher Position machen wir Politik, vielleicht auch mit einem Verständnis eines empathischen und solidarischen Gegenübertretens. Und inwiefern können wir quasi davon lernen, wenn wir oder können wir besser Politik machen, nicht manipulativer, sondern anders, wenn wir mehr auf Affekte hören würden oder uns darauf einlassen. Kokezu? So. Wisst ihr, diese Fragen, ich möchte sagen, Solidarität gab es schon auf dieser Welt. Wir haben einige wirklich große Dinge überwunden. Ich denke da an Sklaverei, an Apartheid. Also wisst ihr, diese großen historischen Dinge, die überwunden wurden. Und auf welche Arten können wir an diese Solidaritäten anknüpfen und wie können wir Bewegungen aufbauen gerade? Und was ich oft denke ist und oft sage ist, ich gebe immer Beispiele für Technologie, die schlecht oder gut verwendet wird. Und das zeigt einfach nur, dass Technologie an sich weder schlecht noch gut ist. Was wichtig ist, ist die soziale Ordnung, die die Technologie formt und die Interessen derer, die sie einsetzen. Und wenn wir solche Werkzeuge verwenden, ist ganz wichtig, über die Arbeit zu reden. Machen wir genug Arbeit, um unsere Werte zu prägen, das, was uns zusammenhält? Also, wenn wir Bewegungspolitik machen, was formt die Werte, die uns zusammenhalten und die uns dann befähigen, einander gegenüber Rechenschaft abzulegen? Und dann sollten wir auch darüber entscheiden, welche Technologien wir für wen verwenden. Also was sind Wege, auf die Menschen Solidarität gezeigt haben? Man denkt gleich, dass das Selbst und die Organisation das Zentrum der Welt sind, aber wir sind eher an der Peripherie. Also wir fordern Kräfte und Systeme heraus, die so viel mehr Mittel haben, so viel mehr Ressourcen haben als wir. Und was uns kraftvoll macht, ist, als Kollektiv zusammenzukommen, mit geteilten Werten und klaren Zielen und einer gemeinsamen Vision. Und wenn ich über die Zukunft rede, rede ich nicht über eine, sondern ich rede über Zukünfte, während wir Bewegungen formen. Denn in allen unseren individuellen Räumen muss etwas getan werden. Und ich kann nur protestieren, weil irgendwer sich um meine Kinder kümmert. Und das ist an sich eine kollektive Handlungsform. Wir können aus einer Forschungsperspektive anders sprechen. Wir müssen all unsere Werkzeuge benutzen, unsere künstlerischen Fähigkeiten. Aber wir sollten die Menschen nicht durch Werkzeuge ersetzen. Diese Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Technologie ist und dass sie ein sehr machtvolles Werkzeug
in sozialen Kämpfen sein können, aber auch eine schreckliche Waffe in den Händen derer, die Ungleichheit verteidigen. Und wir sind an einem Punkt, wo es sehr wichtig ist, uns zu entscheiden, wie wollen wir sie nutzen, wie lassen wir zu, dass sie genutzt werden, wie können wir uns damit wehren und wie können wir sie nutzen, um eine viel bessere postpandemische Gesellschaft voranzutreiben. Ja, vielen Dank, Coquetto. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich denke, wir könnten natürlich noch lange weitersprechen. Es ist immer eine Suchbewegung, verschiedene Menschen wie ihr beiden einzuladen, hier in diesem Ort, in diesem digitalen Raum und uns Fragen zu nähern, wo wir sozusagen den Ausgangspunkt überhaupt erst suchen müssen. Aber ich glaube, wir haben einige Schritte zusammengegangen und ich finde es sehr spannend und habe sehr viel Anregungen mitbekommen und wollte euch nochmal herzlich danken, dass ihr die Zeit hattet zu kommen und möchte mich jetzt von euch beiden und auch von den Zuhörerinnen verabschieden. Ich danke für eure und ihre Aufmerksamkeit, für die Inputs, für die Fragen und ich freue mich, wenn ich Sie und euch alle wiedersehe bei unserer nächsten Veranstaltung, die in 2 Wochen stattfinden wird. Bei der turbulenten Psyche. Danke auch an Jule und an das Team und die Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen im Hintergrund, an die ganze große Crew, die im Hintergrund geholfen hat. Ohne euch wäre das Ganze wieder zusammengebrochen. Das ist genauso wichtig wie das Reden und das Denken. Ich freue mich auf euch, auf den Abend und auf Wiedersehen.